Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hunter 1, meine Lieben. Ja, erstmal Entschuldigung, dass erstmal unregelmäßig Videos kommen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt, wie gesagt, ich muss morgen wieder nach Potsdam. Mein Lehrgang geht da weiter noch, der Ausbilderschein, bis zum 17.10. Und das ist mir erstmal wichtiger. Sag mal. Wir wissen schon, dass wir am 5. November die Prüfung haben werden, die schriftlichen. Da folgt man noch so ein bisschen Bammel. Und ja, wie gesagt, ich versuche jetzt nochmal eine Folge aufzunehmen. Morgen muss ich auch schon um 5:30 aufstehen. Und oh, wir haben es schon wieder 8:50 gleich, ey. 20:20 Uhr. Gut, nichtsdestotrotz, wir haben ja in der letzten Feindfahrt ein bisschen gute Tonnage gemacht. Nicht wundern, bei dem Speichern, dass sie hier weg ist. Mir ist das Spiel vorhin abgekackt, ich habe vorhin aufgenommen. So, wir haben ja gute Tonnage gemacht schon. Wir haben, wie gesagt, 11 Schiffe versenkt mit 53.732 Bruttoregistertonnen. Und wir gucken jetzt mal in die nächste Feindfahrt drin. Wir müssen nach Südjapan. Guti, ich würde sagen, wir beginnen mit der Patrouille. Let's go. So, okay. Wir sind da, wir haben den 27. Januar 1942. Wir haben 16 Torpedos, wir haben SD-Radar. Die Besatzung ist richtig unerfahren. Okay, wo stehen wir denn? Wir stehen hier. Ich würde sagen, dann fahren wir auch gleich nach Sasebo wieder rein. Zu dem Großflottenstützpunkt. Weil, wie gesagt, ich will jetzt Tonnage machen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum und starten auch mit der Mission. Let's go. All ahead, play. Secure from red. Aye, aye, sir. Secure from red. Aye, aye, sir.
Visual sighting, sir. Thank you.
2/3. Up periscope. All ahead, flank. Sir, new sonar contact. Firing one. Destroyed, sir. New sonar contact. Target destroyed, sir. Down periscope. All ahead, flank. Now running on diesel engines. Thank you.
sir. Coming to course 208, aye aye, sir. Coming to course 266, aye aye, sir. On course at the requested heading, sir. Tube 2 loaded, sir. Thank you.
Coming to course 241. Aye, aye, sir. Coming to course 254. Aye, aye, sir. On course at the requested heading, sir.
Target destroyed, sir. Den anderen werden wir nicht mehr kriegen, der ist weg. All stop. So, wir warten mal kurz ab, bis es ein bisschen dunkel wird. Jo, der ist uns entkommen, der Ene. Aber was willst du machen? Der ist einfach zu flott unterwegs gewesen. Also mit unseren 13 Knoten werden wir da nicht mehr rangekommen. Gut, wenigstens haben wir ihn dicken da noch rausgeschossen. Das ist die Hauptsache.
1/3. All ahead, 2/3. Sir, new air contact on SD radar. Aircraft spotted. Periscope depth. Aye, aye, sir. Man, AA guns. Secure AA guns. Aye, sir. All ahead, 2/3. Periscope depth. Aye, aye, sir. Visual sighting, sir. Down, periscope. Up, periscope. Down, periscope. All ahead, flank. Thank you.
have one third. Periscope depth. Aye, aye, sir. Up, periscope. Down, periscope. Up, periscope. Down, periscope. Periscope depth. Aye, aye, sir. Up, periscope. Down, periscope. Periscope depth. Aye, aye, sir. Up, periscope. Down, periscope. All stop. Sir, new sonar contact. Up, periscope. Down, periscope. Down, periscope.
New sonar contact. Up periscope. Down periscope. Aircraft spotted, sir. Down periscope. New sonar contact. Up periscope. Firing three. Sir, new sonar contact. Target destroyed, sir. All ahead, flank. Right full rudder. Aye, aye, sir. Rudder amidships. Aye, aye, sir. All ahead, two-thirds. Sir, new sonar contact. Target destroyed, sir. All stop. All back, two-thirds. Target
Starring one. All ahead, one. Sir, new sonar contact. Target destroyed, sir. Down, periscope. All ahead, two-thirds. Up, periscope. Down, periscope. Tube 3 loaded, sir. Now running on diesel engines. Visual sighting, sir. Tube 2 loaded, sir. Periscope depth. Aye, aye, sir. All ahead, two-thirds. Up, periscope.
Break for red. Aye, aye, sir. Tube 4, loaded, sir. On course at the requested heading, sir. So, wir warten mal ab, bis der letzte Torpedo jetzt hier nachgeladen ist. Dann starten wir unseren Angriff. Also, ich denke mal, wir werden uns die Kreuzer vornehmen. Die Kreuzer, denn die Zerstörer, die gibt ein paar mehr Punkte, sag mal. Zwar ist das Standardhandelsschiff schwerer als die Kreuzer. Die Kreuzer, glaube ich, haben eine höhere Wertung, glaube ich, weil die glaube ich, Kriegsschiffe sind. Und damit ein bisschen wertvoller als das Handelsschiff. Na, mal gucken. Tube 1, loaded. Target destroyed, sir. Target destroyed, sir.
All ahead standard. On course at the requested heading, sir. Last waypoint reached, sir. All ahead, flank. Left, full rudder. Aye, aye, sir. Rudder amidships. Aye, aye, sir. All stop. Target destroyed, sir. Torpedo tube not loaded, sir. Torpedo tube not loaded, sir. Torpedo tube not... Torpedo tube not loaded, sir. Target destroyed, sir. Down, periscope. All ahead, two-thirds. Ahead, flank. Tube 1 loaded, sir. All stop. Tube 5 loaded, sir. Tube 2 loaded, sir. Visual sighting, sir.
destroyed, sir. Down, Periscope. All ahead, standard. All ahead, flank. On course at the rec- left, full rudder, aye aye, sir. Right, full rudder, aye aye, sir. Rudder amidships, aye aye, sir. All stop. Visual sighting, sir. Target destroyed, sir. All ahead, flank. On course of the requested heading, sir. All ahead, flank. Now running on diesel engines. Right, full rudder, aye aye, sir. Rudder amidships, aye. All stop. Down, Periscope. All ahead, flank!
So, meine Lieben, wir sind wieder da. Also, wir haben insgesamt versenkt 15 Schiffe mit einer Gesamttonnage von 74.382 Bruttoregistertonnen. Darunter waren gewesen ein Zerstörer der Shirazuyu-Klasse, 1.980 Tonnen, ein Zerstörer der Yugumo-Klasse, 2.520 Tonnen, ein kleiner Frachter, 950 Tonnen, ein Standardhandelsschiff, 15.200 Tonnen, ein Zerstörer der Mutsuki-Klasse, 1.772 Tonnen, ein Zerstörer der Shirazuyu-Klasse, 1.980 Tonnen, ein Zerstörer der Asasio-Klasse, 2.370 Tonnen, ein leichter Kreuzer der Nagara-Klasse, 5.570 Tonnen, ein schwerer Kreuzer der Mogami-Klasse, 13.440 Tonnen, ein Zerstörer der Mutsuki-Klasse, 1.772 Tonnen, ein Zerstörer der Asasio-Klasse, 2.370 Tonnen, ein leichter Kreuzer der Kuma-Klasse, 5.832 Tonnen, ein Standardhandelsschiff, 15.200 Tonnen, ein Küstentanker, 906 Tonnen und ein Zerstörer der Yugumo-Klasse, 2.520 Tonnen. Ja, das waren unsere Schiffe. So. Attention to orders. For actions in combat, the Secretary of the Navy takes great pleasure in presenting you with the Silver Star. Your actions reflect great credit upon yourself and are in keeping with the highest traditions of the United States Navy. Congratulations, Captain. Dankeschön. Wir haben also den Silver Star gekriegt. Ich glaube, das war schon etwas später. Attention to orders. For actions in combat, the Secretary of the Navy takes great pleasure in presenting you with the Bronze Star with Combat V for Valor. Your actions reflect great credit upon yourself and are in keeping with the highest traditions of the United States Navy. Congratulations, Captain. So, okay. Gucken wir mal an, wie wird's. Also wir haben jetzt schon praktisch zweimal jetzt den Bronze Star gekriegt, zweimal den Silver Star. Und wie gesagt, die Medaille kriegen wir ja erst, wenn wir den Krieg überleben. Also wir haben ja schon alles voll gehabt und dann kriegen wir hier noch unsere ganzen Auszeichnungen noch später. So, okay, dann war das gewesen zur zweiten Feindfahrt. So, dann würde ich sagen, speichern wir wieder mal obligatorisch ab. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Silent Hunter 1 wieder, ne? Wie gesagt, unter der Woche weiß ich nicht, ob ich es jetzt schaffe, was aufzunehmen. Judy, denn wir hören und wir sehen uns. Bis denne und reihauen.